Ach, hier ist das. Ach so, lol, okay. Ja, mache ich auch weg dann. Ich hab da wirklich nicht geupdatet. Warte. Hab ich den Mann jetzt zu Hause gelassen oder was? Also nö, hier. Ist der Buff weg? Dann macht er nichts. Also du könntest halt gar nicht farmen. Also könntest halt gar nicht farmen ohne das eigentlich. Ich bereite hier alles vor für die große Taming Party. So rumfliegen und alles was wir finden sehen wir einfach. Deswegen habe ich mir die Chemistry Bench hingestellt, habe mir schon ein paar tausend Narcotics hergestellt. Also ich mache hier alles so, dass wir halt kaum noch mehr im Haus sein müssen. So kennen wir dich. Ja, genau, genau. Aber da muss ich halt immer wissen, dass zu Hause alles läuft und alles automatisiert ist oder teilweise, damit ich halt entspannt dort draußen zähmen kann. Deswegen auch schon, ich weiß nicht, ziemlich viele Narcotics habe ich schon. Schauen. Wir schaffen es sich morgen nachher ein bisschen duschen. Weil morgen nach dem Aufstehen. Also hier gibt es sehr viel Metall. Und bis ich dann das hier fertig habe, ist das Metall auch schon geschmolzen. Aber ich habe das echt nicht realisiert. Dass du Mats für 4 brauchst, du stellst aber 6 her. Habe ich jetzt das Ding schon gebaut, wo ich auch Holz zu Stroh machen kann oder was auch immer? Ist es die Chemistry Bench? Oder gibt es da noch was? Ich glaube, da gibt es noch was. Der Grinder, wir müssen noch einen Grinder bauen. Okay, dann ist das noch das nächste. Kann ich den schon? Dann haben wir die ganzen Grundsachen auch schon halt. Ah ja, okay. Nice. Dann haben wir dann alles. Grinder, Cooker. 3200! Also komm. Alter! Übertreib halt Metall. Boah. Mein. Metall kein Problem. Aber die schmelzen doch nicht. Nee, das sind doch keine Mats. Easy gefarmt. Nur Metall zu einzuschmelzen dauert immer lang. Hast du recht, einfach in die Nische rein, bitte. Ich weiß gar nicht, ob es was bringt, dass überhaupt jemand es auf Schaden geht. Ich denke schon. Das verliert hier so ein bisschen. Fühl ich mir zumindest ein. Und wir nehmen ja das Metall hier eigentlich mit. Für die. Nichts mehr. Krass. Kriegst du mit, dann teilen wir mit alles. Ich hätte XP-Potion nutzen sollen, oder? Hier.
Für mich und für sie. Kriege ich auch Punkte? Hab ich das? Das ist für mich. Im Endeffekt eigentlich. Ach, das. Wir haben doch eh alles. Sogar das können wir bauen. Boah. 5000 Metall. Ach du Scheiße. Ja, aber das sind die letzten Sachen, die wir noch brauchen. Ich will schon breeden, aber nicht zu viel breeden, sonst bin ich nur noch im Haus. Und mach nichts anderes mehr. Mal schön entdecken die Welt noch. Aber ich war gestern mehrere Stunden draußen. Auch ich habe den ganzen Sumpf entdeckt. Hier, die ganzen, da habe ich also den ganzen Sumpf, den meisten Sumpf hier unten. Aber irgendwann zwischendurch dachte ich mir auch, okay, jetzt ist auch gut. Denn es sieht halt immer gleich aus. Es ist dann irgendwann noch Copy-Paste nur noch, das Ganze. Ich war halt auf 2 Stunden im Sumpf, habe meine Schnecken geholt, habe die Scheißkäfer noch geholt, aber irgendwie ist es einfach zu groß. Ich mag riesengroße Map, aber das ist einfach dann doch zu komisch irgendwie. Da passiert nichts. Nur noch Bäume, 1000 Bäume, ganz viele Stegos, ganz viele Tech-Stegos, bisschen Dilos und dann Schlangen und so. Also. Es war halt dann doch ein bisschen viel. Weiß nicht, ob ihr versteht, wie ich das meine, weil. Klar, riesengroß, geil, aber dann zu viele von derselben Landschaft. Das ist auch komisch. Mal kurz zu Hause lassen. Bis zu den guten Werten kommen, ist auch schwierig. Aber je nachdem habe ich das Ziel, dass ich mir viele Tiere zähme. Habe ich das Ziel, dass ich mir alle Tiere zähme, Max Level. Dass ich sie gut breede, ein paar. So ein Boss, keine Ahnung, noch weiß ich nicht. Noch hab ich Bock. Wenn alles zu sehr zur Routine wird, ist auch doof. Mit der kannst du gar nicht springen. Muss so halt laufen. Mal hier oben. Ach so, ja, dann braucht man noch irgendwas für die Höhle, ne? Irgendein Tier für die Höhle halt, ich weiß nicht. Tiakolea ist, glaube ich, bestimmt zu groß für die Höhle. Sabertooth, was haben wir denn früher genommen, was stark war? Teilweise auch diesen Mega. Ja, genau. Aber sind sie nicht auch zu groß? Den Berg zu stören. Mhm.
Muss man von allem runter. Ja, da muss man sich so ducken, so durch bestimmte engen Passagen und so. Die sind aber nur gut, weil du, wenn du Käfer tötest, dass sie dann einen Buff kriegen, wa? Einfach zu wenig mit, einfach zu wenig Steine hier im Metall. Brauch mehr. Glaube ich, gar keine Axt dabei. Soll ich auf die Axt wechseln, damit ich die Steine kriege, statt Flint. Bestimmt noch ein paar Berge. Ich habe jetzt zwar was geholt, aber es wirkt mir jetzt nicht so viel. Okay. Na gut, dann schauen wir mal, ob wir das bauen können. So nicht, das ist ja in der Smith jetzt auf einmal. Da, Mini Industrial Day. Zack. Ja, geht sogar heftig. Boah, ich hoffe, das funktioniert mit dem. Puff, Kilo das Teil. Uff. Sogar Collect, also der, also alle Sachen sind mit Collect. Du kannst mit dem komplettes komplett so einbauen, einschalten, damit sie halt, dass er mit alles sammelt. Hier, Collect, zack, dann sagst du Metal, Wood, Hide, Oil, Scrap Metal. Dann hast du theoretisch eine automatische Sortierung. Mit dem Collect, hier hast du halt Kohle, Flint, Keratin, Chitin, Stone, ist, hast du halt einfach eine Sortierung. Und aus den Sachen kannst du halt das machen. Und hier, na gut, hier ist nichts. Wow. Hier, da kannst du auch nicht, aber die wichtigsten Sachen. Das andere, habt ihr gesagt, ist der Grinder. Ich glaube, der collectet sogar, wenn ich mit dem Tier ankomme. Mal schauen. Können wir ja mal testen. So, wo will ich hin? Da will ich hin. Okay. Also, wie machen wir das jetzt hier? Anmachen erstmal. Collect Mode. Metal. Start Pickup. Okay, und wem klaut er jetzt Metall? Er ist Metall jetzt auch an oder aus? Steht es nicht ganz. Ach du Scheiße. Tut er alles jetzt kurz hier? Ich verstehe halt nicht. Es ist halt kein Indikator, was das andere da aus ist. Metal. Okay, gib mal Metal.
tu mal den Rex Metal da rein. Hier, bitteschön. Der hat ja auch Scrap Metal drin. Sehe ich auch noch. Stoppstart. Verstehe ich nicht ganz. Vielleicht brauchen wir da noch ein Zwischengerät vielleicht. Das alles ein bisschen sortiert. Es kann sein, weil es gibt hier so eine Box, das hier. A large cabin to store your craft and automatically pick up. Press G to disable. Distribute to HG dedicated storage 2.0. Also das verteilt dann an der Storage. Okay, aber das ist doch, das ist schon das mit Element herstellbar, das Ding. Und das hier? Pick up your items automatically. Ja, auch. Sammelt auch automatisch ein, aber ich weiß nicht genau. Dedicated Storage Box. Das da. Nimmt es von dem dann raus, das andere? Ach, ist das kein Elemental-Ding? Ich dachte, das ist Elemental. Oh, guck mal, wie krass. Das ist genau so ein Ding, was diese Soul Station ist. Can store dinos and allow them to produce unfertilized eggs and poo. Pressed. Ui. Dinos will lose all items when put inside the vivarium. Ist, glaube ich, genauso. Ach, gibt es vom Spiel selbst auch, oder was? Warum ist es 2.0? Verstehe ich. Also, weil es automatisch. Also, eigentlich brauche ich auch gar nichts, was automatisch pickupt. Das ist mir eigentlich egal. Ich würde es schon koordiniert machen mit dem Ding. Aber es wäre cool, hast du halt ein automatisches Sortierungssystem. Okay. Dann machen wir mal hier. Metall. Guck mal. 16.000. Okay. Der Rex, zack, holen wir mal von dem raus. Boah. Boah. Alter. Was? Hä? Das ging aber. Ich habe nicht hingeschaut. Was ist denn jetzt? Wie jetzt? Alter. Was zum. Das ging. Ich musste blinzeln. Entschuldigung. Ich musste einfach blinzeln, sorry. Boah. Ist der Puls eigentlich an bei euch? Ja, schon. Oh, der Puls ist noch live, okay. Ich musste einfach blinzeln. Warte. Boah, das ist ja Ultra-Porno. Ich hole nur eins, damit ich schaue, ob da auch eins rauskommt. 859, okay, es wäre jetzt krass, wenn mehr rauskommen würden. Okay, dann holen wir mal aus diesen Öfen da raus das ganze Zeug. Es macht ja so, das macht ja immer. Wie viel macht denn das? 59, 79, 209, oder? Also 20 macht er immer. Okay. Puh, bisschen leiser ist es jetzt.
krass. Ja, okay, das reicht vollkommen. LOL! Alter! Stopp, das ist ja... Das ist ja weg! Help! Das ist ja anders wild hier. Okay. Wie... Boah, wie heftig. Wie aus 6 macht 5. Hä? Cheaten. Was ist denn jetzt? Betrogen. Betrogen hat nämlich mich. Normal ist doch ein Heid, ein Öl. Und das man macht... Moin Kate. Moin Jahre. Oh, im Doppelpack. Was geht? Was macht ihr Schönes? Habe ich vermisst die Tage. Was habt ihr gemacht? Hey, und Grom ist auch am Start. Dreierpack gespawnt. Was habt ihr getan? Wie geht's euch? Ich habe gerade eine schöne Schmelze gebaut. Ich habe dafür 8 Schmelzofen abgebaut eben. 8 Stück standen hier. Du bist nicht mehr wieder am Rechner, seid am Arken. Ich bin am Arken, ja genau. Gerade alleine hier. Schon ins Bett gegangen, Puffy. Heftig. Gerade eine Maschine gebaut, die 8-mal schneller... Also, diese 8 Öfen... Gehen nicht so schnell wie die Industrie, das Industrieofen. Total heftig hier. Ultra geil, wie das Metall schmilzt. Zehntausendmal pullen. Viel umgebaut heute, viel optimiert, viel sortiert. Und auch mit Dinos hat es auch geklappt heute soweit. Und jetzt bin ich dabei, das Kibbel hier zu bauen. Ich habe jetzt 9 Stück. Extraordinary, ne? Das hier, das machen wir einfach mal 1. Kibbel passt, ja gut, Kibbel passt, geht ja ruckzuck. Machen wir doch mal 100. Mal wieder was. Das hier, Energie. Wie, ich kann nicht 100 bauen, warum nicht? Was fehlt? Ich habe auch meine Blumenbeete noch ein bisschen erweitert heute. Da ist noch ein bisschen, sind die 2 Reihen dazugekommen. Da ist noch ein bisschen mehr hier Platz für noch mehr Blumenbeete. Hier sind Tiere, die groß werden. Ein kleiner Rex, der ist zu 41,8% gewachsen. Hier sind die Vögel, die sind auch, die sind bald erwachsen, 93,9. Eine Nanny kümmert sich um die, dann kann ich hier spazieren gehen. Hier ist ein ganz kleiner Vogel, der wird riesengroß, der Quessel hier, Babyquessel. Voll knuffig, kann ich mal so machen. So eine random Pflanze, hier ist Bewässerung. Der kleine ist knuffig, ja, der wird riesig. Der ist halt der Rex der Lüfte, sage ich mal. Ich müsste noch Fleisch besorgen, denn die fressen alle viel Fleisch, außer er ist Bärenfresse. Dann ist hier ein Affe, so ein Pavian. Voll geil. Geiler Pavian-Arsch, by the way. Und der wird auch großgezogen, das sind alles so Babys. Und die Nanny hier kümmert sich um die. Die verteilt Essen und tut sie auch imprinten, also. Jo. Und hier ist der Futter noch, aus dem essen die auch. Hier sind verschiedene kleine Kühlschränke, hier mit gekochtem Fleisch. Verschiedene Arten. Hier mit rohem Fleisch. Hier gibt es die Beeren, habe ich alles heute einsortiert hier. Verschiedene Beeren, da Gemüse.
Und hier noch die restlichen Stuff. Kuchen, Suppen, Honig. Mhm. Heftig, gell, Kate? Was hast du als Schönes gemacht, Kate? Ich hab's nicht getestet, da mein Affe noch nicht erwachsen ist. Ich habe ja noch keinen. Er hat mir gegeben hier, das Baby. Aber er ist auf jeden Fall den Baum runtergesprungen, Fuffi, und er hat keinen Schaden genommen gehabt. Bleiben darfst du raten, mit Yaro telefoniert. Das habe alles ich hier gemacht. Das hat aber alles ich hier gemacht. Aber das ist ja nichts im Vergleich, was er gemacht hat. Und das ist meine Farming-Maschine hier. Total geil. Super Insekt. Er fällt von Yaro. Ja, das freut mich. Das freut mich. Muss man die Spitzhacke reparieren hier. Und dann zeige ich euch mal, wie geil die farmen kann. Aber ich hab grad eben gefarmt. Was hier weg? Jetzt bleibe ich da oben hängen. So. Das da. Schön reparieren. Das ist ein Tier, den kannst du. Das ist, glaube ich, das einzige Tier, was so geht. Das ist ein Tier. Also eine Königsanbeterin, die kann auch viele Fasern farmen. Hier mit ihren normalen Bratzen da. Und du kannst ihr Waffen anlegen, auch Schwerter. Und dann hat sie das irgendwie doppelt da. Und so kannst du mit ihr Metall farmen, Steine farmen. Und einen anderen Blödsinn machen. Das ist ultra. Das ist echt ultra. Ist schon ewig im Spiel, aber habe ich erst heute bekommen. Sehr, sehr geil. Da habe ich aus dem Loot einen Sniper, aber ich feiere jetzt nicht so Sniper in dem Spiel. Du kannst hier sogar so eine Stange hin tun. Hey, wenn ich hier jetzt so eine Betäubungspike gebe, wie ist denn das dann? Geht das auch oder was? So eine Pike? Ist die verdoppelt? Ich habe so eine Pike. Sie wird betäubt, wenn ich die dann das hinten habe. Habe ich dann zwei von denen? LOL. Alter. Anders wild. Okay. Oh, das ist krass. Das mag ich gleich. Wir bauen uns auch mehrere Piken. Es gibt auch verschiedene Frostpiken. Ich wollte ein Schwert haben. Schwert ist ja auch geil. Ja, beim Rex, der prügelt mich. Der hat nur 2000 Leben. Wenn ich die verliere, dann bin ich mad. Sense geht ja auch, aber braucht sie ja nicht. Ist dann... Ach so, 150, aber ich habe glaube ich 174 gesehen hier, oder? Kann es sein? Nee. Doch nicht, schade. 200 hier. Es gibt ja hier Pike. Achso, nee, warte mal. Schau her. Es gibt eine Poison Pike, eine Frost Pike und noch eine. Testen wir gleich alles mal hier. Also, wie die Eiswerpen. Guck mal. Vielleicht haben wir ja die Mats für das. 9 Stimulant, kein Problem. Ich habe ja dieses Riesending jetzt hier. Das hier. Consumable, erstmal Drogen herstellen. Ich habe doch vorhin aus Versehen Stimulant hergestellt. 9. Wir brauchen insgesamt. Ach, machen wir doch mal 10. Er stellt hier eh immer 6 her. Spark Powder brauchen wir. Ah, Spark Powder. Spark Powder. 100. Go. Wie ultra schnell das geht mit dem her. Reicht wieder.
wir. So. Pike. Wir testen einmal alle. Einfach so, wenn wir das schnell gelingert haben. Zack. Habe ich erstmal die Eispike. Dann gibt es, die haben wir schon, die Giftpike. Dann gibt es noch die Feuerpike. 150 Gunpowder, glaube ich, habe ich nicht. Okay, das wird ja wild, wenn die Tiere dann einmal brennen oder was.